Ich bin Ronald Reinsberg, bin 37 Jahre alt und arbeite als Grafikdesigner in der Musikbranche. Und wir sind eine Agentur, die sich auf die Gestaltung von CD-Covern in der Musikbranche spezialisiert hat. Das Artwork, was wir hier machen, trägt natürlich genauso wie die Fotos, die Fernsehauftritte und die Videos erheblich zum Image des Künstlers bei. Für die meisten der Künstler machen wir natürlich auch die Logos, wie zum Beispiel Sarah Connor, No Angels, Eisblume, Thomas Godoy oder auch Yvonne Katterfeld. Und für viele Künstler gestalten wir auch die Tourposter und Anzeigen, zum Beispiel ganz aktuell für Silbermond, Within Temptation, Stephanie Heinzmann und Subway to Sally. Es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten, wie man an die Gestaltung von der CD so rangehen kann. Zwei klassische Sachen sind zum Beispiel, dass man entweder halt direkt auf ein Künstlerporträt geht, ja, und also den Künstler mit vielen Fotos darstellt. Ups, ist die Werbung drin. Ja, und das macht man natürlich vor allem bei Künstlern, die man eben auch sehr aus dem Fernsehen kennt und so. Ne, ist klar. Andere Möglichkeit ist, dass man, wie hier zum Beispiel bei Eisblume, mehr auf ein Image, auf eine emotionale Wirkung geht und gar nicht so sehr den Künstler und das Künstlergesicht so in den Vordergrund bringt. An dem Beispiel von Eisblume lässt sich immer ganz gut erläutern, wie normalerweise so eine Produktion von so einem CD-Cover und Booklet abläuft. Ne? Als erstes meldet sich meistens der Produktmanager bei mir und wir entwickeln dann gemeinsam erstmal eine Konzeption, in welche Richtung das zu gehen hat. In dem Fall ist dabei zum Beispiel auch schon das Logo entstanden. Und wir haben vorab erstmal ohne konkrete Fotos jetzt von der Künstlerin zu haben, Farbwelten entwickelt und haben uns halt Ideen überlegt, womit wir diesen Charakter unterstützen. Also anhand von diesem Eisblume-Album-CD-Cover kann man mal ganz gut gucken, wie sich das so technisch aus den verschiedenen Ebenen aufbaut. Ja, wenn man hier mal zurückgeht auf die Grundebene, auf das Grundbild, gab es da am Anfang erstmal nur so ein recht trübes, graues Bild von einem Wald, das wir dann noch etwas verfremdet haben, um das so ein bisschen mehr spooky zu machen. Dann natürlich unseren entsprechenden Kontrast und die Farbe dazugegeben. Dann brauchen wir ein Logo und damit sich das alles noch irgendwie gut trennt und voneinander abhebt, haben wir noch ein rotes Element mit reingenommen. Eine Voraussetzung für einen Grafiker ist auf jeden Fall, dass man ein sehr gutes Vorstellungsvermögen hat. Man muss sich ja vorher im Kopf abstrakt vorstellen können, was nachher passieren soll. Und das Zweite, was man braucht, ist natürlich ein gutes technisches Verständnis, weil letzten Endes muss man heutzutage natürlich alles mit Computern machen und nur alleine gut zeichnen reicht da halt heutzutage nicht mehr aus, sondern man muss halt mit der Software perfekt dann auch zu dem Ergebnis kommen, was man sich vorher im Kopf überlegt hat.